Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Gimme More. Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass wir das gemacht haben, aber ein, ja, Zuschauer hat mir ein Team eingeschickt, mal zu Gimme More, was ich sehr interessant fand. Wenn ich nicht das vergesse, dann schicke ich euch den Link von ihm in die Beschreibung. Danke, Luca, ne? Und ja, das Team, was ihr seht, ist ein 4-3-2-1-Team, wie ich es natürlich gern spiele. Ein paar bekannte Gesichter aus vorherigen Gimme More-Folgen seht ihr auch. Ihr seht noch in seine Statistiken, 14 Spiele, 31 Tore, sehr, sehr stark natürlich. Und ja, wir haben heute 4 Spiele, alle im Einzelspiel, deswegen habe ich mich dazu entschieden, euch zu zeigen, gegen welche Teams ich spiele, immer kurz. Einfach aus dem Grund, weil bei Einzelspielen natürlich alles dabei sein kann, von Wunder, mega geiles Hybrid-Team über mega schlechtes Bronze-Team ohne Chemie. Also da kann natürlich immer alles dabei sein, deswegen wollte ich einfach auch halt zeigen, was für Teams ich angetreten bin mit meinem neuen Gimme More-Team. Also vorne drin Bailly und Dembélé natürlich. Dann dahinter haben wir eine sehr interessante Mittelfeldreihe aus Thiago, De Donker müsste der Kollege heißen und Pozuelo. Und dann hinten drin Odoi, Denaye und Luis Hernandez und rechts hinten noch Carvajal und im Tor Butland. Und von daher, ja, ein durchaus ausgeglichen starkes Team. Der rechte Innenverteidiger Hernandez, ja, sieht nicht so bombastisch toll aus, aber eigentlich auch nur, weil er non-rare ist. Wenn er rare wäre, würde er eigentlich vielleicht sogar ein ganzes Stück besser aussehen insgesamt. Nur seine Werte nicht so verkehrt sind, aber es ist natürlich kein Überverteidiger. Da gibt's, wenn man das Team umstellt, natürlich deutlich andere Alternativen, aber ja, muss man ja nicht umstellen, geht ja auch so ganz gut. Also ihr seht, das erste Spiel, ja, das hatte so seine interessanten Aktionen auf beiden Seiten. Mein Gegner, das habe ich wirklich, muss ich sagen, selten so gesehen, bis jetzt auf die Schlussphase, wo er wirklich Druck gemacht hat, weil er keinen Bock anscheinend auch auf Elfmeterschießen hatte. Und Draxler, er hatte auch keinen Bock auf Elfmeterschießen und dann freut ihr, seht ihr schon, yay, David hat keine Anzeige, wo er hinschießt. Das ist diese ja wirklich bei diesen neuen Elfmeter-Dings echt beschissen, wenn man das nicht sieht. Und Elfmeterschießen ist ein riesen Nachteil, wie ich ja auch finde. Und ja, so waren dann meine Elfmeter auch. Alle, die nach rechts unten geschossen wurden, wollte ich eigentlich in die Mitte halb ansatzweise nur rechts schießen und dann durch so einen Elfmeter zu verlieren. Toller Einstieg für das Team. Elfmeterschießen verloren. Erste Partie im Roman natürlich ohne Torbeteiligung, was 0-0 ausgegangen ist und von daher, ja, lief nicht optimal. Was ich noch sagen wollte, während ihr hier schon seht, welcher, ja, Vollidiot denkt sich bitte, oh geil, das Stadion nehme ich auch, der Rasen ist doch ein Traum, da guckt man wirklich gerne hin und kriegt auf jeden Fall keinen Augenkrebs. Ja, danke auch, ne? Also der Gegner davor, was ich da sagen wollte. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, wie der gespielt hat, weil ich meine nicht, dass er auf Busparken gestanden hat, aus dem einfachen Grund, dass sein Stürmer und auch sein Mittelfeld relativ weit vorne standen, aber seine Abwehr war wirklich immer und wirklich bei jedem Angriff im eigenen 5 bis 10 Meter Raum zu finden. Da bin ich einfach nicht durchgekommen in der Partie davor, deswegen ging das 0-0 aus. Ich glaube nicht, dass es Park de Bas war, es kann natürlich durchaus sein, aber wirklich bei jedem Angriff die Abwehr im eigenen 16er komplett vertreten, plus den defensiven Mittelfeldspieler vielleicht noch. Ja, das war sehr, sehr nervig, die Partie davor. So, hier steht es schon 1-1, Moore trifft hier leider nur den Pfosten, nachdem eben Bailly getroffen hat, als am Anfang Cavani getroffen hat und wir diesen traumhaften Akinfenwa-Jubel, den ich ja wirklich fast auf Platz 1 meiner Hassjubelgesetze mittlerweile gesehen haben, muss nicht wirklich sein, der Jubel. Ja, war es ein relativer Schlagabtausch, Chancen auf beiden Seiten, Moore mit der nächsten Gelegenheit, die er leider Gottes nicht macht, aber dann Dembélé hier mal mit dem Antritt, da bleibt noch kurz hängen, aber bleibt er mal am Ball und deswegen kommt er dann in Schussposition und endlich trifft auch Dembélé hier. Ich muss zugeben, ich habe zurzeit ein paar ganz kleine Probleme, Tore zu erzielen generell in Ultimate Team, also irgendwie, weiß ich nicht, ob mich irgendwie der letzte Patch da verändert hat, während wir natürlich in der 94. Minute den Ausgleich kassieren, was auch sonst. Ja, ob es irgendwie der Patch war oder sonst was, auf jeden Fall habe ich große Probleme, Tore zu erzielen. Das
zählt vor allem auch für Dembélé, mit dem ich wirklich Riesenchancen vergebe mittlerweile. Ihr habt ein paar schon im Video gesehen. Also ja, nervig, 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 muss ich erstmal wieder eine neue Methode finden, Tore zu erzielen. Wie auch immer, wir erzielen das 3:2 jetzt hier durch Luis Gustavo. Unglaublich. Der, von dem man es vielleicht am wenigsten erwartet. Ja, hatte ich eingewechselt und dann macht er so ein unfassbares Solo und trifft tatsächlich zum 3:2. Man ging ja natürlich dann auf volle Offensive, muss er natürlich machen, nachdem er die ganze Zeit sehr defensiv drin stand. Und dann Mukanjo, mein zweiter Einwechselgott. Also das ist schon wirklich sehr lustig. Mukanjo, der hat, glaube ich, jetzt auch schon über 50 Spiele für mich. Und für alle 50 davon, ja, als Einwechselspieler. Das ist mein super Sub, wenn man so will, auf den Stürmer- und Flügelpositionen. Vierstelliges Gymo, schnell und trickreich und so weiter und so fort. Also wirklich mein super Sub, wenn irgendeinem die Puste ausgeht. Und ja, damit haben wir immerhin das erste Spiel gewonnen, also das erste Spiel mit dem Team. Dann haben wir hier direkt den Pfosten getroffen, aber Treffen hinterher, wo ich schon dachte, kann ja wohl nicht wahr sein, dass es so weitergeht. Und Dembélé, der seine kleine eigene Krise überwunden hat, trifft hier per traumhaften Freistoß. Also viel schöner kann der nicht in den Winkel fliegen. Wir waren auf dem Weg zum zweiten Sieg in Folge mit dem Team. Und der Gegner war natürlich auch diesmal nicht der allerbeste, deswegen meinte ich ja, ich zeige euch lieber mal die Teams gegen die Spiele, bevor ihr da noch nachfragt und irgendwelche Verschwörungstheorien aufsteht. Nein, Spaß. Aber der, wie gesagt, der Freistoß, sehr, sehr schön, fast perfekt in den Winkel. So stellt man sich das vor. Ja, jetzt aber die Frage, was eigentlich mit Emre Mor? Ja, hier ist er doch. Immerhin macht er hier auch mal was, ein Täuschen. Immerhin das erste der Episode. Geht natürlich besser, aber ja, das Team scheint wohl nicht so sonderlich toll auf Emre Mor zugeschnitten zu sein. Auch wenn es eigentlich so wäre, theoretisch von Ansatz her, wäre das ein Team, mit dem Mor, in dem Mor eigentlich stark aufspielen müsste. Aber diesmal ging es halt leider nicht so gut. Ob Mor seine Magie verloren hat, wage ich zu bezweifeln, aber ihr seht es ja auch, ich habe einfach auch eine Menge Pech mit meinem Abschluss, manchmal unfähig, manchmal auch viel Pech, zweite Mal Aluminium schon oder dritte Mal, glaube ich, in dieser Partie. Ja, das war leider nicht ganz so toll, aber dafür haben wir ja Dembélé, der jetzt wieder langsam auf Fahren in Fahrt kommt. So, er zieht das 4:0 und dann, ja, was ich halt noch meine mit meinem Abschluss zur Zeit, Emre Mor, das war jetzt kein toller Trick, aber er kommt immerhin vorbei, geht die Puste aus, läuft alleine aufs Tor zu. Ja, und schießt ihn daneben. Naja, mein Gegner Freistoß, dabei verletzt sich Veloso auch noch, geht auch besser. Es läuft der nächste Konter, Mor ist platt, Dembélé ist auch platt, also schicke ich Dembélé auf die Reise, weil Mor eben seine 100%ige vergeben hat. Und Dembélé mit einem Hattrick in dieser Partie, also ja, das war doch mal eine bessere Partie. Mor getroffen, Mor hat assisted auf jeden Fall auch mindestens ein, wie genau, werdet ihr dann später so sehen. Aber wir kommen zum lustigsten Spiel des Tages und zwar gegen einen Doppelgänger, wenn man so will. Ja, Dembélé, Emre Mor, die kommen uns doch bekannt vor. Ha, das hat sich sogar gereimt. Aber so toll das Spiel hätte auch werden können, ihr seht es in diesem Moment selbst, euer Video stockt nicht und ich hatte auch kein Problem mit dem Rendern oder so. Nein, 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 das war mit Abstand die schlechteste Verbindung, mit der ich dieses Jahr gespielt habe, ohne Wenn und Aber. Ich konnte einfach nichts verteidigen oder auch nicht angreifen, wenn man so will, weil es hat alle 5 Sekunden geleckt. Und da ist es einfach unmöglich, in richtig FIFA zu spielen. Ihr seht es ja hier selbst. Also wer mit so einer Scheißverbindung von EA das okay bekommt, online spielen zu dürfen, weiß ich auch nicht genau, wieso etwas überhaupt möglich ist, wieso ja dann gute Latenz angezeigt wird, 3 Striche. Das ist wirklich, wirklich unfair an dieser Stelle. Und von daher war es dann auch kein sonderlich gutes Spiel, kann ich euch schon mal sagen. Mor trifft zwar auch auf unserer Seite, nachdem er schon für den Gegner getroffen hatte, aber ja, da war viel zu viel Bullshit los in diesem Spiel, viel, viel hatte mit dem Lag zu tun und ja, könnte sogar dieses Button-Delay gewesen sein, weil es hat wirklich alles sehr, sehr spät alles reagiert. Und an den Gegentoren sieht man schon, das sind sehr, sehr, sehr einfache Gegentore. Auch die Tore, die ich erziele, sind sehr einfach, weil ich irgendwie versuchen musste, mit so einfach wie möglichen Mitteln Tore zu erzielen, weil ich anders sonst keine erzielt hätte. Ne? Mor mit dem nächsten Assist für Dembélé, nachdem er auch schon einen gemacht hatte. Also das geht schon ganz ordentlich. Aber wenn man dann schon in so einem Spiel ist, wo wirklich gar nichts läuft, einfach auch aus dem Grund halt, weil
die Verbindung wirklich komplett für den Arsch ist. Ja, dann wisst ihr auch, spätestens dann greift EA auch nochmal schön ein und sagt, nee, 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 den Ausgleichstreffer, den wirst du ja nicht erzielen. Latte, Nachschuss 1, dann kommt hier gleich Nachschuss 2 und Nachschuss 3 und ja, kein Tor, juhu, und ihr bekommt noch eine letzte Chance. Geht noch etwa was? Wir haben eine letzte Aktion. Dembélé bringt den Ball rein. Moa gewinnt das Kopfballduell. Seid falsch zu Mukondjo. Der Ball ist nicht drin. Und ich verliere diese Leckpartie gegen unser Doppelgänger-Team. Frustrierend, ja, aber ja, warum auch immer nicht, ne? Ist auch egal, letztlich ist nur Einzelspiel, da soll es uns egal sein. So, ihr seht das Team jetzt vor euch. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine riesige Kaufempfehlung dafür abgeben. Gab ein paar nette Spieler, Denedonka oder sowas, Denodanka. Der hat mir gut gefallen im Mittelfeld als Ballverteiler und als defensiver Abräumer. Ansonsten die Vorderreihe, wisst ihr, dass ich die gut finde. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.